dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cirilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Ja, erstmal hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leider war das zeitlich nicht anders da machbar, da wir da einen Break machen mussten und ich wollte nicht reinlabern, während die sich unterhalten. Wir sind in Rizima angekommen, wurden vorzüglich gepflegt von drei Frauen und und wurden eingekleidet, haben diese totschicke Klamotten, diese totschicken Klamotten an und jetzt stehen wir vor dem der Majestät und griechen ihm ein bisschen in den Arsch und haben gerade wohl erfahren, dass das der Vater von der Siri ist. Ha. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich tue das nur für Ciri. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit? Das war kurz. Bring ihn zur Zauberin. Folge er mir. Okay, dann laufen wir dem mal wieder hinterher. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Wir dürfen ein bisschen von dieser Burg hier sehen. Und es ist Nachmittag. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Heerewander II. von Elanda. Sieht hier echt toll aus. Man die denn da? Sondern auch noch in der Gesellschaft eines Filzers. Ich bin Gerber. Die hacken den Boden auf. Oder so. Als ob das einen verflixten Unterschied macht. Ich verlange. Beruhige dich. Nun denn. Wir gehen ein bisschen weiter. Das ist wirklich sehr pompös hier, ne? Also dem geht's wohl echt gut. Christian Ness war in Novigrad? Ja, an Nähen. Ratslieden in Enact. Vielleicht kriegen die ja einen neuen Boden, der sieht ein bisschen kaputt aus. Hier ist aber echt was los. Sind ja mehr Leute in diesem Raum als in Weißgard. Schon krass. Ah, jetzt sind wir in so einer Art Vorgarten. Ah, da gehen wir auch ein bisschen durchlaufen. Schau mal, hier sind Blumen. Da wächst sogar eine Myrte. Ich hab dich in Wysima gesehen. Hübsch, wirklich hübsch. Also das hier ist schon sehr zivilisiert. Da sind ja diese Bauernhöfe, wo wir immer rumgelaufen sind, ja ein Witz. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Haare zu holen. Meine Haare? Hat er gesagt, meine Haare? Noch angespitzt, ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers. Da ist die Jenny vor. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Finde ich nicht. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte. Aber wir haben was zu tun.
Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Oha. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Sieh Anna an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Aha. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter.
Ich werde auf dich warten. Yeah, yeah, yeah. Wow, viel Input, viele Informationen. Oh, was macht die denn da? Nein! Nicht! Oh. Oh. Tot. Einfach tot. Die Narbe ist gut verheilt. Okay, sie ist nicht tot. Keine Sorge, Leute. Wenn ihr jetzt wirklich gedacht habt, sie ist tot, sie ist nicht tot. Sie ist nur da. Ich glaube, in ein Portal gehüpft. Wir räumen ein bisschen ihre Wohnung auf. Und schauen, was wir verkaufen können. Am besten Gewinn bringt. Für uns natürlich. Sie darf davon nichts erfahren. Und wenn sie fragt, sagen wir, ja, ich wollte was von dir mithaben, aber wir haben es verloren. Irgendwo. Und genau, irgendwie so. Das wird sie schon verstehen. Denke ich mal. Nee, das haben wir doch schon gesehen. Da ist eine Truhe. Und ein oh, guck mal, hier, oh, Wahnsinn. Da kann man ein paar Sachen mitnehmen. Alter Schwede. Oh, hier sind welche. Hier glauben wir nichts mehr. Wir machen jetzt einen Break. Und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ja, und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ja, ja. Siri, Triss, Hennifer. Der Hahn im Korb scheinbar. Er hat nur mit Weibern zu tun. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da gewisse Spannungen zwischen Triss und Yennefer noch entstehen werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was da passieren wird. Also, bis bald. Ciao, ciao.